Ja, ich begrüße euch zu einem meiner Videos. Diesmal ein anderes Thema, das ich so in noch gar keiner Art und Weise abgearbeitet habe, nämlich zum Thema Schrift. Ich bin vor kurzem über ein Stück Kurrentschrift gestolpert und habe mir gedacht, es könnte interessant sein, darüber mal ein Video zu machen. Und ich beginne dieses Video auch gleich mit der Folie auf den Punkt gebracht, die ihr normalerweise immer am Schluss seht, um euch zu zeigen, was sind so die wichtigsten Fakten, die es darüber zu berichten gibt. Steigen wir einfach gleich ein. Die Kurrentschrift, die nennt man auch deutsche Schrift, weil sie im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und in der Schweiz, praktiziert wurde, und zwar ab ca. 1500 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Entstanden ist sie zu einer Zeit, als man noch mit Federkiel geschrieben hat. Das bedingt auch dieses eher zackige, eckige der Schrift. In Skandinavien gab es bis 1875 eine ähnliche Variante, die dort die Gotteskrift, verzeiht mir, wenn ich es nicht richtig ausspreche, genannt wurde. Und da möchte ich euch dann im Anschluss auch Bilder zeigen, damit ihr das vergleichen könnt. Aber bleiben wir mal noch geschichtlich bei der Entwicklung dieser Kurrentschrift. 1911 wurde nämlich ein Berliner Grafiker, der Ludwig Sütterlin, beauftragt, eine Konzeption einer neuen Variante der Kurrentschrift zu machen, die wodurch eigentlich notwendig wurde, durch die Entwicklung der Schreibgeräte, nämlich weg vom Federkiel hin zur Bandzugfeder. Ich zeige euch im Anschluss auch ein Bild davon. War nämlich die Art und Weise, wie man schreiben konnte, ein bisschen verändert. Das Schriftbild wurde insgesamt ein bisschen sanfter, ein bisschen runder. Auch eben durch die Entwicklung des Herrn Sütterlin. Und der hat tatsächlich zwei Ausgangsschriften entwickelt. Was ist eine Ausgangsschrift überhaupt? Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich aus der Volksschule oder aus der Primärschule kennt. Das ist einfach das Schriftbild, was idealtypisch Lehrer zeigen, wenn sie den Kindern vermitteln wollen, wie man Buchstaben besonders richtig schreibt. Also da geht es auch darum, wie soll der Buchstabe ausschauen, wo beginnt man mit dem Schreiben eines Buchstabens, in welche Richtung entwickelt sich die einzelnen Kurven, geht es zuerst rauf, runter oder wie genau wird so ein Buchstabe geschrieben. Das nennt man eine Ausgangsschrift. Und dieser Sütterlin hat zwei entwickelt, nämlich eine deutsche Schrift, die direkte Nachfolgerin der Kurrentschrift wurde, und eine lateinische Schrift. In Österreich war weiterhin die alte Kurrentschrift im Einsatz, dort hat sich so Sütterlin nicht so ganz durchgesetzt. In Deutschland aber ab dem 20. Jahrhundert die deutsche Form der Sütterlin-Schrift. Bis 1941, als durch einen Normschrifterlass der Nationalsozialisten die lateinische Schrift eingeführt wurde, das, was man als lateinische Schriftmuster kennt. So, nachdem wir jetzt mal mit der Entwicklung der Schrift in groben Zügen und auch mit dem Begriff Sütterlin-Schrift ein bisschen weitergekommen sind, zeige ich euch auch noch ein paar Folien, wie diese Dinge ausschauen. Hier auf der ersten Folie seht ihr mal die Kurrentschrift, das Alphabet in Kurrentschrift, wie sie um 1865 war. Und im Vergleich dazu auf der rechten Seite die sogenannte Gotteskrift oder die Form, die im Norden, hauptsächlich Dänemark, entwickelt wurde, die natürlich dann noch spezifisch dänische Buchstaben enthält, wie dieses A, E, wie immer man das ausspricht, oder dieses durchgestrichene O, das glaube ich in irgendeiner Form so eine Art Ö oder so ist. Ich beherrsche Dänisch nicht. Da sieht man deutlich Ähnlichkeiten, wenn man sich jetzt das große A insbesondere anschaut, wenn man sich das große B anschaut, schaut das auf den ersten Blick auch sehr ähnlich aus. Man sieht aber dann, dass es so kleine Abweichungen gibt, also das könnt ihr in Ruhe vergleichen, wenn ihr wollt. Auf der nächsten Folie dann die Entwicklung, die deutsche Schreibschrift nach Sütterlin, was er davon entwickelt hat. Man sieht sehr eindeutig, es wird alles etwas runder, geschuldet durch diese Bandzugfeder, von der ihr auf der linken Seite hier das kleine Bild seht. Das ist also im Vergleich zum Federkiel
hat das eben eine gewisse Flexibilität vom Material her. Man kann hier verschieden stark auch aufdrücken und man erzielt hier eben ganz gut Buchstaben, die dieser Schreibschrift dann entsprechen. Auf der nächsten Folie dann die lateinische Ausgangsschrift, die von Sütterlin entwickelt wurde, die kommt jetzt dem, was auch heute noch in Schulen als Latein oder Schreibschrift unterrichtet wird, schon recht nahe. Einer der größten Unterschiede sind vielleicht in heutiger Form das X, würde ich mal sagen, das Z auf jeden Fall, und es gibt schon einige Buchstaben, die ein bisschen abgewandelt sind. Das Ganze auch noch eher spielerischer, eher verschnörkelter, als man es heute gewohnt ist. Hier eine Postkarte aus dem antiquariat.de, die jetzt vielleicht ein bisschen einfacher zum Nachvollziehen die einzelnen Buchstaben gegenüberstellt in der Druckschrift versus dieser Sütterlin-Schrift. Und drunter sieht man auch ein Beispiel, und deswegen habe ich das noch einmal mitgegeben. Es gibt auf der einen Seite ein Textbeispiel, das ihr versuchen könnt zu lesen, und auf der anderen Seite ein Hinweis, dass am Wortende ein rundes S anders ausschaut oder geschrieben ist wie ein langes S, wenn es am Anfang oder inmitten eines Wortes steht, dass es hier Unterschiede gibt. Das könnt ihr euch dann weiter unten anschauen. Ja, warum das Ganze? Ich denke, man kann jetzt sagen, was interessiert mich diese ganze Korrent- oder Sütterlin-Schriftweise? Ich tippe sowieso zu 90% am Computer oder an irgendwelchen anderen Geräten ein. Oder ich schreibe halt, mache mir für mich ganz privat meine Notizen, wen juckt es, in welcher Schrift ich das mache. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber ich denke, wenn es darum geht, dass man einmal alte Bücher lesen möchte, weil man sie irgendwo zu Hause findet, dann kann man sich natürlich schwer tun, wenn man mit diesem Alphabet gar nichts anfangen kann. Dann lohnt es sich vielleicht hier mal ein bisschen eine Übersicht zu haben oder das zu üben. Und es geht nicht nur um Bücher, die man zufällig findet oder schöne alte Belletristik oder Poesie. Es geht auch darum, wenn man in gewissen Bereichen zu den Quellen, zu den Originaltexten kommen möchte, und die stammen im deutschsprachigen Raum aus genau diesem Zeitraum, dann wird man ganz einfach mit derartigen Schriftbildern konfrontiert. Oder auch, wenn es darum geht, Dokumente der Familie im Sinne von Ahnenforschung oder sowas zu betreiben. Ja? Also da ist es nahezu unausweichlich, dass man mit derartigen Schriften konfrontiert wird, und da ist es vielleicht eine gute Idee, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wer immer das muss oder möchte. Ja, meine Frage, wer von euch schätzt sich denn in der Lage, da noch wirklich Texte lesen zu können? Wer von euch hat sich vielleicht in seiner Vergangenheit einmal dafür interessiert? Was sind eure Erfahrungen damit? Wie findet ihr den Unterricht heute im Deutsch? Wie viel Wert wird auf die Schrift gelegt? Wie tun sich vielleicht eure Kinder damit? Ist Schreiben nach gewissen Ausgangsschriften ein Problem für Sie, oder ja, was sind eure Erfahrungen? Würde mich ganz einfach in dem Bereich auch interessieren. Sonst bitte ich euch wie immer, like, subscribe, ring the bell, dranbleiben, denn mit Sicherheit gibt es bald ein neues Thema, nämlich schon in einer Woche. Bis dorthin, alles Liebe, eure Barbara. Ciao.